Und da bin ich wieder. Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. So heißt die Partie. Wir klicken auf OK, OK. Und dann machen wir noch schnell die Aufstellung. Da bin ich letztens stehen geblieben. Ich weiß, diesen Screen hatten wir bald. Aber bei mir ist es neuer Aufnahmetag. Bei euch ist keine Ahnung, der wievielte Tag. Ich weiß nicht doch. Ich weiß auch noch gar nicht, wie oft das hochlädt. Ich werde wahrscheinlich das Video so oft hochladen, wenn ich wirklich Bock drauf habe, wenn ich Zeit habe, das wirklich zum Rendern. Dann werde ich dieses Video hochladen. Und ja, dann werdet ihr es auch sehen. Hier sehe ich Kratzer ist in super Form. Und wen werden wir wohl ins Tor stellen? Ich meine, angreifen lassen. Kröpf, ich glaube, habe ich die Aufstellung eh schon halbwegs gemacht letztens. Säumel oder Weber? Ich lasse Weber spielen lieber. Sokuto Basu vielleicht doch für Bodul, aber. Oder für Sabic? Ne, Sabic brauchen wir. Dann schauen wir ganz einfach. Florian Kainz natürlich verhandeln, aber ne, 1,4. Florian Kainz? Der ist doch wichtig bei uns im Spiel. Ne. Florian Kainz, den kriegt ihr es nicht. Der ist ein sehr wichtiger Spieler bei uns. Und ich sehe hier unten noch. Gleich einmal, dass wir ein paar Sponsorenangebote haben. Okay, passt. Dann machen wir das Ganze einfach mal so und wir starten in die Partie. Ich werde übrigens hin und wieder vielleicht so das ein oder andere Text 3D-Spiel machen. Ein Remis schaffen wir Minimum. Hin und wieder ein oder anderes 3D-Match machen. Nicht einmal ausverkauftes Haus. Gegen Red Bull Salzburg. Ich mache hier meistens voller Angriff, dann gebe ich das hier und Statistiken lasse ich eh sowieso. Also so mache ich das meistens. Mendes Sevilla gleich einmal mit einem weiten Ball innen und legt für Kampel auf, der aus 20 Metern mit dem Außenriss unhaltbar einschießt. Ja gut, starten wir mal gut in die Saison, Kampel. Gratulation zum ersten Saisontor. Und Ecke von rechts, gleich der Konter vielleicht. Dako Bodul mit einer guten Kopfballgelegenheit, aber er trifft den Ball nicht ganz richtig. Einen halben Meter am Tor vorbei, aber das war schon einmal okay. Nächste Chance für uns. Und das gar keine schlechte. Weiter Einwurf von Bodul von der linken Seite in den Strafraum. Martl verlängert, Sabic einen Schritt als Forster schneller. Ball unerreichbar. Gott sei Dank. Das ist spannend, ich glaube, wir können hier ganz einfach mal in die Konferenz gucken. Auch bei WRC gegen Austria steht ebenfalls hier bereits. Und nächste Chance für uns. Aber ja, vielleicht sieht knapp. Hier sehen wir jetzt diese Meldung dreimal. Das ist blöd. Ich mache jetzt schnell am besten doch die Taktik, weil haben sich sicher ein paar irgendwie aufgeregt. Ich will jetzt nicht so. Ich will Salzburg mit richtigen Gegenpressing über die Flanken. Und dann würde ich ganz gerne eher, muss dann irgendwann extra machen. Laufwege. Teamvergleich, wer ist denn hier gefährlich? Kampel ist gefährlich, der darf mir nicht nochmal ein Tor schießen. Passt. Und wie geht's weiter? Ich will volle Offensive, ich will nämlich Gegenpressing machen, weil Salzburg spielt im Normalfall ja auf ihr richtiges Pressing und verlangt da und zwingt die Gegner in die Defensive. Und wir versuchen jetzt Salzburg mit der eigenen Taktik zurückdrängen. Zu Dako Bodul, der David Mendes da will mit einer Körpertäuschung aussteigen lassen. 2-1, 10 Minuten gespielt, 2-1 Sturm. Wir drehen die Partie. Offensiv gehen wir in die Partie ran. Da wird sich der Trainer Lox M, keine Ahnung, das ist nicht der richtige. Red Bull Salzburg ist angeschlagen, ja. Damit haben sie nicht gerechnet. Sie müssen jetzt erstmal einstellen. Jetzt sie wieder mit einer Chance. Konter über Silva. Ja, ist gefährlich. Dusan Svento, der nach innen flankt. Ehrenreich rettet. Gott sei Dank. Weg, ja. Wir dominieren aber trotzdem noch. Weitere offensive Chance jetzt für uns. Gar keine schlechte. Leitgeb hindert Manuel Weber erfolgreich am Flanken. Eckball. Eckball macht nichts. Gemma. Der Eckball ist gar nicht schlecht. Weber schießt. Wir dominieren diese Partie. Das ist gut. In den Strafraum zu Bodul. Yes! 3-1! Souverän! Souverän! Ich würde mal sagen, 20 Minuten gespielt. 3-1. Ich schaue lieber hier auf diese. Nächste Chance.
nicht nachlassen. Das ist gar keine schlechte Chance. Auf dessen scharfe Flanke aber lenkt zur Ecke. Weitermachen, Jungs. Ich gehe hier auf die Statistikzentrale. 3-1, hier noch 0-0, 2-1 für WAC und hier rum 1-1. Berit. Okay, okay, eine halbe Stunde gespielt. Wir führen 3-1. Jetzt Salzburg mit der Chance. Die ist wirklich nicht schlecht, sondern die ist sehr gut. Wir müssen aufpassen. Light Gap zieht aus 21 Meter. Oh, dachte, er hält den Ball zwar zu Beginn fest und dann bekommt das aber. Den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum, doch die Flanke gerade ein bisschen zu weit. Und mit dem Dudic und Ferdinand Feldhoff versichern den Ball lediglich. Absolut so. Okay, passt. Okay, okay, weitere Offensive. Jetzt drückt Salzburg ein wenig. Okay. Nicht so tragisch. Wir spielen gut, wir spielen gut. Ich bin mehr als nur zufrieden, wirklich. Jetzt hier mit unserer Leistung ganz zu Beginn. Hier ist Chance für uns. Denn wie man so schön sagt, Napoleon hat das, glaube ich, gesagt. Wenn nicht, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Angriff ist die beste Verteidigung. Und genau das versuche ich jetzt mit Sturm beizubringen. Sehr mannschaftdienlich und passt zu Berisha. Oh. Ich glaube, das ist... 3-2. Das wird doch nochmal spannend, weil jetzt hat hier nämlich Sturm, jetzt hat nämlich wieder Gedanken schnell auf den Kasten zuläuft. Rottne will ihm das Leder abgrätschen. Triste war so unglücklich, dass es am eigenen Keeper bei ins Netz trudelt. Eigentor, das nenne ich mal ein Spektakel. Eigentor 4-2 für Rottne, für Schalke. Wieso sage ich Schalke? Für Sturm, das ist gut. Super gegen Red Bull. Trudelt klärt zunächst. Gegen André Ulmer, bevor der Ball aus dem Strafraum kommt, vor die Füße von Meyerhofer, der ihn annimmt und dann entschlossen abzieht. Kevin Kappel steht in der Schussbahn und fälscht den Ball mit der Hacke ab. Christian Kratzer hat die Chance, auf der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. Das nenne ich mal ein Spektakel. So ein Fußballspiel lässt sich anschauen. Nächste richtige Hardcore-Chance für Salzburg. Mit aufgerückten 16 und legt auf diesen zurück. Der nimmt freistehend Maß und plötzlich den Ball. Der liegt unter der Ecke. 4-3. 7 Tore in 43 Minuten. Okay. So ein Fußballspiel. Da hat man gesehen, wirklich zwei Mannschaften, die komplett offensiv spielen. Wirklich komplett offensiv sind wir beide an die Sache herangegangen und hat sich beides ausgezahlt. Vor allem Kampel hat nicht mehr wirklich viel zu melden gehabt. Ja, ist gut. Bodul. Loben. Wir müssen unsere Mannschaft eigentlich, am liebsten würde ich ja die ganze Mannschaft loben. Dann hier unten Ehrenreich motivieren wir nochmal. Dann motiviere ich noch ihn. Wen motivieren wir dann noch? Hier unten loben wir dann noch. Und Kratze loben wir auch noch. Und die Massagen kann von mir als Assistent machen. Halbzeitansprache. Das sieht sehr gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Weiter geht's in die Passie. Wieder volle Offensive und gleich die erste Chance in der zweiten Halbzeit. Imre Sabit joggt für Gefahr. Walke ist jedoch zur Stelle und begräbt den Mund. Ein 4-3. Diese Partie ist im Moment wirklich sehr spannend. Aber jetzt wieder Chance für Salzburg. Die ist aber eigentlich harmlos. An der Strafraumgrenze steht im Abseits. Ich bin gerade wirklich angespannt. Weil ich einfach nur hoffe. Voller Angriff. Im Strafraum aber nicht kontrollieren kann. Okay, nichts passiert. Okay. Nichts passiert. Sturm jetzt wieder im Angriff. Sturm wieder im Angriff. Eckball für uns. Weber. Der diesmal jedoch souverän. Schade. Okay, okay, nächste Chance. Sabic flankt von links weit auf Bodul. Und die zweite da. Haut den doch platziert. In die Ecke. In Graz spielt der Torwart lieber. Okay. Langer Pass von Kampel in die Spitze. Hoffentlich nicht so Schlimmes. Christian Kratzer kommt weit aus seinem Kasten. Dusan Schwenter. Er reicht den Ball zuerst.
Bei Christian gerade, aber der Ball landet nur oben auf dem Tornetz. Abstoß. Durchatmen, durchatmen. Leute, locker bleiben. Locker bleiben. Alles wird wieder gut. Damit diese große Chance nicht nutzt. 60 Minuten gespielt. Sturm führt gegen Salzburg. Und das ist jetzt eine gar keine gute Chance. Das ist eine sehr gute Chance. Madl bedient Sabic. Vor im Strafraum mit einer schönen Körpertäuschung aussteigen lässt und dann einen Torschuss sucht. Dann noch abgefälscht. Einen Meter vorbei. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Eckball. Etwas zu kurzen Abwehr. Sabic versucht es aus der Drehung, aber sein Schuss ist zu schwach und eine leichte Beute für Walke. Okay, doch jetzt drückt wirklich Salzburg. Weiterhin voller Angriff. Wir wechseln aus. Defensivkraft. Wir bringen. Was kann Säumel überhaupt? Säumel ist. Oder wir bringen ganz einfach hier Neuhold. Innenverteidiger. Einen neuen Innenverteidiger bräuchten wir aber eher nicht. Ich würde ganz eher Säumel für Weber bringen und der kommt dann in die Defensive ins Mittelfeld zu Madl dazu. Oder Weber ist auch ziemlich gut. Im 65. Na, wieso dann nicht? Dann machen wir das so. Und Säumel kommt hier dazu. Und ich will auch noch einen frischen Sturm. Aber das ist jetzt schwer. Ich bringe Kröpfel. Der soll dann ein wenig Turbo noch in die Offensive bringen. Setzt sich gegen zwei Graz durch und spielt den Ball auf Stefan Meyerhofer. Ins Leere rutschen lässt. Kratze kommt zwar an den Ball, leckt aber unglücklich für Schwento vor, der zum 4:4 einnetzt. 4:4, was ein verrücktes Spiel. Spielerwechsel, jetzt kommen unsere neuen Mann. Säumel für Madl. Unglaublich, unglaublich einfach nur. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen mehr Druck machen. Ich will wieder ein bisschen Druck machen mit Kröpfel und... Mit Kröpfel will ich ein wenig an die Offensive gehen. Also ein wenig mehr für die Offensive bringen und mit... Schon wieder. Diesmal bitte für uns weiter. Ball von Weber. Yes, gehen wir. In die Spitze. Manu. Gewandter zögert nicht und sprintet weit aus seinem Tor heraus. Wetten erhalten. Hatte ich gesagt. Doch Daku Bodul hat noch schneller reagiert und ist zuerst am Ball. Okay. Ist gut. Bitte heun ins Tor. Und hebt das Leder über Walke hinweg, aber der Ball landet nur oben auf dem Tor. Jetzt dasselbe nochmal. 4:4. Was für ein verrücktes Spiel. Hier, welche Minute haben wir? 70. Minute. In der 75. bringe ich dann nochmal einen neuen Mann. Puh, durchatmen. Wieder durchatmen. Salzburg jetzt mit der Chance. Ich weiß nicht, was der rote Ball heißt. Ball von Kampel ganz knapp links am Tor vorbei. Der zu flankt. Ich dachte, Schwente rutscht noch in. Jetzt ist die Chance gar nicht mal wirklich schlecht. Ein offenes Spiel. Ich glaube, ein Unentschieden wäre leistungsgerecht. Hat somit gar keine andere Wahl, als die Aktion abzupfeifen und Freistoß für den SK Sturm Graz zu geben. Ich will wieder Druck sehen. Die wechseln, dann wechseln wir jetzt auch. Wir bringen nochmal. Wir bringen Sokutu Basu und zwar für Weber. Ich will jetzt hier in die Offensive gehen. Ich will in die Offensive mit drei Stürmern. Eigentlich müsste ich diesen 4:4, weil ich damit ausreichend wäre. Eigentlich wäre ich damit zufrieden, aber ich will es jetzt einfach. Weil ich meine, so eine Chance am ersten Spieltag gleich einen Dreier wirklich mitzunehmen. Einen Dreier mitzunehmen. Sokutu Basu kommt für Weber, ruhig bleiben. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich jetzt noch einen hätte, ich, aber jetzt habe ich es eh gemacht. Und dann kannst du es jetzt eh nicht mehr. Ich hoffe nur, dass ihr das jetzt die Audio-Datei wirklich speichert habt, weil das habe ich jetzt diesmal gar nicht nachgeschaut, ob er die Audio-Datei auch wirklich aufnimmt. Kevin Kampfel flankt auf Meyerhofer, wollte eh zu nehmen. Ball aber nicht richtig, somit gibt es nur Abstoß.
Leute, wir spielen mit 3 Stürmern bitte. Solo Lauf für Berisha. Doch der Ball kommt wieder zu Berisha, der nicht lange fackelt und zum 4:5 trifft. Ja, euer Ernst? Ja, mache ich auch. Kröpfel geht auf rechts außen und Klemm geht auf links außen. Voller Angriff. Nee, oder? Nee. Aber es ist ein spektakuläres Spiel. Dreht auf der linken und spielt eine flache und dort lauert mehr auf, den Ball wie einst der Bomber annimmt und sich dreht auf lange Achse aus, kommt aber nur ein Hamloch aus. Holla. Oh, ich will jetzt hier in die Offensive, Leute. Offensive. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, oh, nee, oder? Wir waren so gut dabei. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel hat eigentlich wirklich keinen Verlierer verdient. Weil beide Mannschaften, vor allem ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Weil bis ans Gegner. Kopfballduell gegen Dudic. Zieht sofort ab. Den Ball gerade super, super Christian. Aber ich muss ehrlich sagen, ein 5:5 wäre wirklich zum ersten Spieltag spektakulär. Aber leider hat die Partie das schlechtere Ende auf unserer Seite. Den Fuß in den Ball schießt diesen aber mitten in die Arme von Christian Kratze. Sie wirkt müde. Unsere sind auch gerade nicht mehr so frisch. Aber jetzt vielleicht eine Chance für uns, Kröpfel. Er versucht den Ball Volley zu nehmen. Okay, ich verzeihe es. Aber bitteschön, wir... Unsere Stürmer sind doch 1-0, 1-5. Wirklich, Hut ab vor unserer Leistung. Hut ab. Wirklich hier, 1-0. Sie waren 1-0 hier, dann 3-1. Dann 3-2. 4-2. 4-3. 4-4 und 4-5. Wir haben einfach in der Hälfte 2 viel zu wenig Druck gemacht. Ja, jetzt wechseln sie. Jetzt haben sie auch keine Wechsel mehr. Jetzt eine Chance für uns. Ungenaue Reimgabe von Säumel. Ich muss sagen, es kommt trotzdem mal noch irgendwie. Hat aber diesmal keine Probleme. Haut den Ball einfach ins Tor. Voller Angriff. Ne.